Hallo Aachen, herzlich willkommen in meiner eigenen kleinen Heimatecke, fern der Heimat, im kleinsten Stück Aachen mitten in Hamburg. Und von hier aus möchte ich euch in schwerer Zeit herzlich grüßen und euch zum Trost, hauptsächlich eigentlich zu meinem eigenen Trost, mein Heimwehkapitel aus meinem Buch Hilde vorlesen. Wir näherten uns Aachen in unerfreulich vielen Etappen. Wenn man mit drei Wesen unterwegs ist, von denen alle ausnahmslos noch keine ausgewachsene und voll belastbare Blase haben, lernt man auf der Wegstrecke eben recht viele Raststellen und angrenzende Grünflächen kennen. Stunden später und wenige Kilometer vor unserem Ziel war es soweit. Der immer wieder ergreifende Moment war gekommen. Rechts von uns tauchte das Braunkohlekraftwerk Weißweiler auf. Es handelt sich um ein beeindruckendes Gebäude nordrhein-westfälischer Baukunst des vergangenen Jahrhunderts, aus dessen riesenhaften grauen Betontürmen stets weißer Dampf quillt. Ich machte Hilde und meine Söhne auf die erhabene, jedoch verborgene Schönheit des Bauwerks aufmerksam, was nicht zu den gewünschten Reaktionen führte. Sieht aus wie aus einem Horrorfilm, sagte mein großer Junge, bevor er sich wieder in sein Buch vertiefte. Ist das der Aachener Dom? Fragte der Jüngere alarmiert, denn bis dahin hatte er sich sehr auf die morgen anstehende Führung durch die bedeutende Bischofskirche mit ihrer sagenumwobenen Schatzkammer und dem Thron Karls des Großen gefreut. Für mich ist das Kraftwerk in all seiner kalten und grauen Scheußlichkeit eines der schönsten Architekturwunder diesseits des Urals. Der Anblick wärmt mir das Herz, denn jetzt ist es nicht mehr weit bis dahin, wo ich mal zu Hause war. Wie oft habe ich erleichtert geseufzt, eingeklemmt auf der Rückbank unseres orangefarbenen Saab, zwischen Blindenführhund, Kühltasche und Reiselektüre, wenn nach 12 Stunden Fahrt von Ungarn bis in die westlichste Stadt Deutschlands rechts von mir das Kohlekraftwerk vorbeizog. Jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Hause, hat meine Mutter dann früher jedes Mal gesagt. Früher. Zu Hause war da, wo die Kirchenzeitung auf dem Küchentisch lag, die Stofftiere aufgereiht im Regal saßen, wo der Pansen direkt neben der Kondensmilch im Kühlschrank stand und der Hund nachts draußen im Zwinger schlief. Die Sommer waren endlos, die Füße hatten keine Hornhaut und das Essen keine Kalorien. Gluten und Laktose waren noch nicht entdeckt, ebenso wenig wie Authentizität, Achtsamkeit und kaltgepresste Smoothies. Die Faszien hießen Bindegewebe, Yoga war was für gelenkige Inder, es gab einen Sendeschluss, ein Testbild, Langspielplatten und ein Telefon, das im Flur stand und an einem viel zu kurzen Kabel hing. Das Früher in meinem Leben ist ja jetzt auch schon immer länger her. Bis heute habe ich eine romantisch verklärte Sicht auf meine Kindheit und immer wieder Heimweh nach dem Zuhause von damals. Verbunden mit dem stillen Schmerz, der stets die Erinnerung an das Unwiederbringliche begleitet. Die Sehnsucht nach Heimat fühlt sich in meiner Kinderseele an wie der Durst am Morgen nach einer durchzechten Nacht. Unstillbar, nicht zu löschen. Sehnsucht ist nicht totzukriegen. Ich weiß, ich bin eine sentimentale alte Kuh. Aber das stört mich nicht und ich bin es gern. Herzliche Grüße nach Hause.